Meine Lieben, Prosit Neujahr! Mit diesem Wunsch werden wir bald wieder ins neue Jahr hineinfeiern. Und heuer geht das ja auch wieder mit allem, was dazugehört. Aber dieser Wunsch, was wird er mir denn bringen? Freude ist dabei, Hoffnung, aber wohl auch manche Skepsis, manche Bedenken im Blick auf das vergangene Jahr, das hinter uns liegt. Prosit Neujahr, was dieser Wunsch denn eigentlich bedeutet, davon werde ich erzählen in meiner Predigt zum Neujahrsfest. Und noch mehr wird darin eine Rolle spielen. Das Neujahrsfest wird meinen Blick auch noch einmal lenken auf das Kind in der Krippe. Und das wird mir im neuen Jahr besonders wichtig sein. Von all dem werde ich erzählen in meiner Neujahrspredigt am Sonntag, dem 1. Januar um 11.30 Uhr live im Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch live hier in der Feichtner Pfarr- und Wallfahrtskirche. Hier in Feichten werde ich am Neujahrstag auch abends um 19 Uhr noch einmal einen Gottesdienst feiern. Ich lade alle herzlich ein, dass wir gemeinsam den ersten Tag des neuen Jahres hoffnungsvoll begehen. Sei es live hier vor Ort, sei es als virtuelle Gemeinde auch über die Medien. Ihnen und euch allen jetzt schon ein gutes, ein gesundes, ein gesegnetes, ein glückseliges neues Jahr 2023.